Heute machen wir eine Käsesahnetorte. Wir benötigen für unsere Käsesahnetorte folgende Zutaten. Ich fange mal jetzt mit dem Boden in der Mitte an. Wir haben hier einen Biskuitboden und einen Mürbeteigboden. Diese beiden Böden werdet ihr jetzt im Video nicht sehen, wie ich die herstelle. Die habe ich schon gestern gemacht. Ich werde euch aber unter dem Rezept, unter der Rezeptur bzw. über der Rezeptur verlinken, wie man einen Biskuitboden bzw. wie man einen Mürbeteigboden herstellt. Dann fangen wir mal links an. Wir haben hier Gelatine. Ich habe hier eine Blattgelatine. Man kann auch geriebene bzw. also Gelatine Granulat nehmen. Wer dieses verwendet, guckt sich bitte das Video an Schwarzwälder Sahnetorte. Da verwende ich keine Blattgelatine, sondern eben geriebene Gelatine. Des Weiteren dahinter ist Speisequark, denn kommt Zucker dazu. Zucker kann durchaus in der Rezeptur nach oben und nach unten variiert werden. Dann kommt Sahne dazu. Puderzucker benutze ich nur, um ein bisschen oben zu stauben, braucht man also nicht unbedingt. Dann kommt Salz. Salz ist reineweg Geschmacksträger, hat also backtechnisch nichts zu bewirken, genauso wie Zitrone. Bei der Zitrone verwende ich ausschließlich die Schale. Dann in der schwarzen Mühle sind Vanilleschoten drin, getrocknete. Auch hier gibt es ein extra Video, welches ich euch verlinken werde, und ein wenig Marmelade. Marmelade habe ich jetzt hier, eine Orangenmarmelade. Ihr könnt natürlich auch eine Aprikosenmarmelade nehmen oder jede andere Marmelade. Die ist nur zum Aufkleben des Bodens da. Ich habe jetzt hier meinen Mürbeteigboden. Da gebe ich den Ring rum, steche ihn so ein bisschen ab, fülle ein wenig Marmelade rein. Das ist jetzt nur, wie gesagt, dafür da, damit der Boden an dem Mürbeteig klebt, und verstreiche diese. Jetzt lege ich meine erste Schicht von dem Biskuitboden ein und achte darauf, dass an der Seite ein Zwischenraum bleibt, denn wir wollen ja da unsere Sahne einfüllen. So, diesen jetzt so vorbereiteten Boden stellen wir erstmal zur Seite. Als nächstes werden wir unsere Gelatine einweichen. Ich habe jetzt hier Blattgelatine, und zwar 20 Gramm. Auch diese 20 Gramm würdet ihr jetzt nehmen, wenn ihr gemahlene Gelatine habt. Da würdet ihr allerdings weniger Wasser zunehmen. Ich gebe jetzt einfach meine Gelatine in ein Gefäß. Ich mache die immer so ein bisschen auseinander, weil es klebt dann sonst gerne mal so ineinander und dann dauert es relativ lange mit dem Einweichen. Und gieße jetzt einfach kaltes Wasser auf. Kaltes Wasser ist wichtig. Diese jetzt so eingeweichte Gelatine stelle ich auch zur Seite und lasse die ruhig so 10 Minuten stehen. Wenn die jetzt 20 Minuten steht oder eine halbe Stunde, ist es auch nicht weiter tragisch. So, dann habe ich jetzt hier meinen Speisequark. Der sollte nicht aus dem Kühlschrank kommen, also Zimmertemperatur haben. Mein Zucker, wie gesagt, Zucker im Rezept ist durchaus nach oben und unten zu variieren. Dann habe ich jetzt hier eine Zitrone, eine Bio-Zitrone. Da nehme ich mir einfach so ein bisschen von der Schale. Den Zitronensaft werde ich nicht verwenden, weil der macht nur sauer, bringt aber keinen Zitronengeschmack. Achtet darauf, dass ihr bei der Zitrone nur das Gelbe erwischt, nicht das Weiße darunter, weil das Weiße schmeckt bitter. So, dann geben wir noch ein bisschen Vanille zu. Wie gesagt, eine handelsübliche Pfeffermühle, wo aber nur Vanille, getrocknete Vanilleschote drin ist, werde ich euch verlinken unter dem Rezept, und eine Prise Salz. Salz ist nur Geschmacksträger.
Dieses verrühren wir jetzt. Früher kann ich mich daran erinnern, wurden jetzt noch ein, zwei Eigelbe zugegeben, beziehungsweise Vollei. Vollei heißt ein komplettes Ei, natürlich ohne Schale. Macht man heute nicht mehr aufgrund der Salmonellengefahr. So, das lassen wir, stellen wir jetzt auch zur Seite. So, jetzt kommen wir zum Schlagen der Sahne. Ich verwende hier Sahne von mindestens 32% im Fettgehalt. Ihr könnt auch Sahne nehmen, natürlich Sahne nehmen, die weniger Fett hat, gibt also 30%. Werdet ihr aber beim Aufschlagen Probleme haben, das heißt, es wird wesentlich länger schlagen. Zum Aufschlagen, wir werden natürlich mit dieser handelsüblichen Maschine und zum Schneebesen nie das Ergebnis erreichen, welches in der Industrie passiert. Hier bringen wir nur maximal das 1,5-fache an Volumen in die Sahne rein. Das heißt also, aus einem Liter holen wir ca. 1,5 Liter geschlagene Sahne raus. In der Industrie wird zusätzlich zu dem Schlagen von unten Luft eingeblasen. Dadurch erhält man natürlich ein wesentlich höheres Volumen und die Sahne wird wesentlich leichter. Es gibt auch Varianten, da wird die Luft nicht nur von unten reingedrückt, sondern da wird die auch noch gekühlt vorher. Dann erhält man nochmal mehr Volumen oder es wird sogar Stickstoff mit eingeblasen. Dann hat man ein Volumen von über das Dreifache. Ist bei uns nicht. Also werden wir die Sahne handelsüblich mit dieser Maschine aufschlagen. So, nach einer gefühlten Ewigkeit ist die Sahne auch fest geworden. Die spannen wir jetzt erstmal aus und stellen sie beiseite. Jetzt kommen wir zu unserer Gelatine, die ich ja hier eingeweicht habe. Die gießen wir einfach ab. Normalerweise würde ich das jetzt über dem Ausguss machen, bloß dann seht ihr nichts. Drücken die ruhig noch so ein bisschen aus, dass möglichst wenig Wasser mit reinkommt. Und geben diese in einen ganz normalen Topf. Die werden wir jetzt auflösen. Sehr beliebt ist in jedem Kochbuch, steht dann drin, wir lösen die Gelatine in einem warmen Wasserbad auf. Macht in der Konditorei kein Mensch. Einfach auf den Herd setzen. Jetzt nicht unbedingt den Herd auf volle Pulle anmachen, sondern mittlerer Temperatur unter stetigem Rühren auflösen. Die sollte auf keinen Fall kochen dabei, ja? Weil dann verliert sie ihre Gelierfähigkeit. Also einfach nur ein bisschen warm machen, bis sie aufgelöst ist. Ich habe jetzt hier meine Schüssel mit dem Quark und dem Zucker. Jetzt gebe ich meine Gelatine rein und werde diese jetzt leicht verrühren. Gelatine sollte lauwarm sein und der Quark oder die Quarkmasse natürlich jetzt nicht kalt sein. Deswegen habe ich vorhin gesagt, nicht aus dem Kühlschrank nehmen. Aus dem einfachen Grund, weil wenn jetzt diese Gelatine in den absolut kalten Quark kommen würde, würde sie schlagartig fest werden und die hätte so eine Fäden drin. So, wenn dieses jetzt aufgelöst ist, machen wir Folgendes. Wir nehmen uns erstmal einen Schaber von der Sahne und rühren die so ein bisschen unter und gleichen die Masse damit mehr oder weniger an. Würden wir gleich die ganze Sahne zugeben, lässt sich das sehr schwer vermischen. So, wenn es jetzt homogen miteinander vermischt ist, geben wir unsere restliche Sahne zu und ziehen diese vorsichtig unter. Also nicht wild rühren, sondern den Schneebesen so leicht dabei drehen und langsam unter die Sahne ziehen. Würdet ihr jetzt zu viel drin rumschlagen und rühren, kann es passieren, dass die Sahne natürlich wieder zusammenfällt. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die mühsam reingeschlagene Luft möglichst in der Sahne behalten. Da sich jetzt zwei weiße
Sachen, um zwei weiße Sachen handelt, ist es immer ein bisschen blöd zu sehen, wann ist es wunderbar miteinander verrührt. Bei einer Schokoladensahne oder bei der Erdbeersahne, wo die beiden Komponenten unterschiedliche Farben haben, ist es wesentlich einfacher. Da sieht man, jetzt ist es miteinander, untereinander verrührt. So, wenn es jetzt miteinander verrührt ist, nehmen wir uns unseren Tortenboden und geben an der Seite, wo wir ja den Spalt haben zwischen Biskuitboden und dem Aluminiumrand von der Tortenform, unsere Sahne rein. Jetzt machen wir Folgendes, heben wir kurz an und stuben es runter. Das hat den Sinn, dass sich an der Seite keine Luftnester bilden. Als nächstes kommt ein bisschen Sahne in die Mitte, welche wir glatt streichen. Es muss nicht so hundertprozentig glatt sein, nur so ein bisschen gut verteilt. Jetzt legen wir unsere zweite Backschicht auf, drücken die so ein bisschen ran und geben fast den Rest der Sahne auf die Torte. Wir belassen uns nur ein wenig übrig, um dann nachher an der Seite so ein paar Rosetten zu spritzen. Auch dieses verteilen wir jetzt schön glatt. Als nächstes teilen wir uns unsere Torte ein. Da der Rand jetzt hier so ein bisschen höher ist, kann ich nicht mit so einem langen Messer rübergehen und die einteilen, weil ich komme nicht runter. Ich nehme jetzt in diesem Fall ein Messer, was hier reinpasst. Dieses Problem werdet ihr wahrscheinlich nicht haben, weil es ist jetzt hier eine 28er Form. Das heißt, eine Form mit 28 cm Durchmesser. Ihr werdet sicherlich zu Hause eine 26er Form haben und da reicht diese Sahnemenge, wie im Rezept ist, vollkommen aus. Ich kann ruhig jetzt auch so in der Mitte so ein bisschen hochziehen sich hier, weil da werden nachher ein paar Flocken sein. Also vollkommen unwichtig, wie sie in der Mitte aussieht, ob sie glatt gestrichen ist. So, der nächste Schritt ist, dass ich mir jetzt außen einfach so eine Pupsenspritze, sollte da jetzt ein bisschen Sahne übrig bleiben, in den Beutel einfach in die Mitte reindrücken und verteilen. Werdet ihr nachher nicht mehr sehen, weil dann diese Flocken drauf sind. So, wie ihr jetzt seht, ist es ja noch alles recht weich. Wenn ihr so zieht, habt ihr noch Sahne an den Fingern. Jetzt muss diese Torte erstmal kalt stehen. 2, 3, 4, 5 Stunden. Oder besser sogar über Nacht im Kühlschrank oder Terrasse, je nach Temperatur. Temperatur sollte 5 Grad, 6 Grad ungefähr haben. So, als Garnierung werde ich den Tortenboden hier verwenden. Da werde ich mir ganz kleine Stücken draus schneiden, also Würfel. Diese Würfel kann man natürlich auch jetzt schon raufgeben, bevor die Torte angezogen hat. Angezogen heißt also, bevor die Sahne fest ist. Und ihr seht, die ist immer noch klebrig. Hat den Vorteil, dass die Würfel, wenn man die jetzt so ein bisschen andrückt, auch noch an der Torte oder an der Sahne besser kleben bleiben. So, ich habe jetzt nicht alle Würfel drauf gemacht. Ich habe mir jetzt noch welche übrig behalten. Die brauche ich für den Rand. Dazu werde ich sie aber noch feiner reiben. Das heißt, ich lasse diese offen stehen an einem warmen Ort, so lange auch wie die Torte zum Anziehen braucht. So, meine Käsesahnetorte hat jetzt mehrere Stunden kalt gestanden. Bei mir war es also sogar über Nacht. Wenn man jetzt hier sieht, man kann hier rauffassen, ohne dass Sahne kleben bleibt. Also die Sahne bzw. die Gelatine hat ihre Arbeit getan und ist fest geworden. Nun klebt natürlich die Torte am Rand. Ihr könnt sie jetzt hier hochnehmen. Jetzt nehmen wir uns ein Messer.
welches wir im Wasserbad warm gemacht haben. Also es steht jetzt hier bei mir in so einem Wasserbad mit kochend Wasser. Wir achten darauf, dass dieses Messer glatt ist. Nicht etwa so gezahnt wie hier, weil sonst würden wir an der Form außen einzelne Späne abschneiden, was nachher beim Verzehr der Torte nicht so gut wäre. So, jetzt nehmen wir unser warmes Messer und führen es einfach einmal um die Torte rum. Jetzt ist die also aus dem Ring geschnitten. Man kann sie vorsichtig von dem Ring befreien. Jetzt kommen wir zur Seite, zum Rändern der Seite. Da kann man natürlich rein theoretisch Schokostreusel nehmen, was nicht so richtig passt bei einer Käsetorte. Man könnte auch Mandeln nehmen, auch nicht so der Treffer. Wir haben ja auch gestern einen Rest übrig behalten von unseren Flocken. Damit machen wir Folgendes. Wir werden diese Flocken einfach nochmal so ein bisschen klein bröseln. Und mit diesen kleinen Bröseln jetzt an der Seite unsere Torte rändern. Sollte ihr jetzt, wie hier, die Brösel nicht so gut kleben, weil die Torte eben schon so fest ist, dann macht ihr Folgendes. Ihr nehmt euch hier wieder so eine warme Palette, auch im Wasser heiß gemacht, und geht hier ganz vorsichtig einmal rum. Das heißt, die Sahne fängt an zu schmelzen und macht jetzt eure Brösel ran. So, nachdem wir jetzt unsere Torte gerendert haben, müssen wir uns natürlich was überlegen, was packen wir oben rauf auf die einzelnen Pupsen. Normalerweise nimmt man ja immer irgendwas, was auch in der Torte drin ist. Also bei einer Schwarzwälder Kirschtorte kommt eine Kirsche rauf, bei einer Ananastorte ein Stück Ananas. Bei einer Käsetorte oder bei einer Käsesahnetorte können wir ja schlecht ein Stück Harzer oben auflegen. Würde nicht schmecken, jedenfalls mir nicht. Jetzt kann man natürlich, wenn man jetzt noch so eine Schicht übrig hat, sich so eine Rauten schneiden und die rauflegen oder nur Streifen oder eine Salzstange. Ich werde jetzt dieses alles mit einer Scheibe kandierter Orange belegen, weil für solche Fälle habe ich mir immer so ein paar Orangen kandiert. Kandieren von Orangenobst oder irgendwelchen anderen Obstsachen werde ich euch auch unter der Rezeptur verlinken. So, jetzt kandierte Orangenscheiben auflegen. Sicherlich nicht die beste Lösung, aber bei einer Käsesahnetorte immer etwas schwer, da was zu finden. So, jetzt haben wir hier oben unsere Biskuitwürfel mit Backschicht. Wer diese Backschicht jetzt nicht mag, hätte natürlich auch einen Würfel aus der Biskuitboden, eine Schicht aus der Mitte nehmen können, wo diese Backschicht nicht dran ist. Man kann natürlich jetzt auch alternativ noch zur Verzierung oben einfach so ein bisschen Puderzucker rüber pudern. Und fertig ist jetzt unsere Käsesahnetorte. Jetzt werden wir sie noch anschneiden. Auch hier nehme ich zum Anschneiden ein warm gemachtes Messer. So, ich hoffe, die Kamera stellt es jetzt scharf. So sieht es im Anschnitt aus. Hier nun meine fertige Käse-Sahne-Torte. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst doch bitte in den Kommentaren euren Wunsch.
Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.